Hallo, die Zeilen nummerieren. Ganz gewiss ist dies nicht das spannendste Thema. Der Vollständigkeit halber soll die Funktion dennoch kurz vorgestellt werden. Wie bekannt ist die Ausgabe des Dateiinhalts in der Konsole per cat-Dateiname möglich. Die Nummerierung aller Ausgabezeilen ermöglicht die Option minus n minus minus number. Bei Linux gibt es für dieses Feature ein extra Kommando namens nl. nl Leerzeichen Datei Name. Durch mehrere Optionen bei dem Befehl nl ist die Zeilennummerierung besser kontrollierbar. Per nl Leerzeichen minus v Leerzeichen Nummer, Leerzeichen Dateiname, kann man mit einer bestimmten Zeilennummer starten. NL, Leerzeichen minus S, Leerzeichen Zeichenkette, Leerzeichen Dateiname, fügt eine Zeichenkette nach einer Zeilennummer hinzu. NL, Leerzeichen minus i, Leerzeichen Nummer, Leerzeichen Dateiname, inkrementiert die Nummer bei jeder Zeile um den angegebenen Wert. Mit nl, Leerzeichen minus n, Leerzeichen Format, hier ln, Leerzeichen Dateiname, ist das Festlegen eines Formats durchführbar. nl heißt linksbündig, keine 0 am Anfang. Im Texteditor ist die Zeilennummerierung ebenfalls einsetzbar. Dafür klickt man auf Bearbeiten, Einstellungen, Ansicht und aktiviert Zeilennummern anzeigen. LibreOffice Textverarbeitung enthält die Funktionen Zeilen nummerieren ebenso. Im Menü Extras findet man dazu den Eintrag Zeilennummerierung. Format, Position etc. sind wählbar, nachdem man ein Häkchen bei Nummerierung einschalten gesetzt hat. Ciao und viel Glück!